Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ja, bin ich mal auf den Vorschlag eines Abonnenten eingegangen. Und hier geht's schon direkt los mit der vollen Action. Wir rotzen auch direkt am Anfang mal einiges Schönes weg hier. So, anvisiert. Zack, da haben wir einen Heli weggehauen. Sehr schön, also passiert mir selten. Also ich habe schon ein paar Mal mit dem RPG einen Heli runtergeholt, aber wenn du es dann direkt aufnimmst und am Anfang hier so schön startest, herrlich. So, und zwar genau, es stand ja so ein bisschen, ich hatte so einen kleinen Vorschlag bekommen von ein paar Abonnenten, so ein bisschen Rush zu spielen auf den neuen Maps, so ein bisschen Eroberung. Wir spielen jetzt hier ein bisschen Eroberung. Ich habe gar nicht richtig aufgepasst. Ich meine, es ist Kyazaar, schieß mich tot, hast du nicht gesehen. Kyazaar, bla bla bla, Eisenbahn, glaube ich, ja. Und ja, bei Rush habe ich mir gedacht, ist eh ein Modus, den ich nicht so super gerne spiele. Von daher habe ich das mal ein bisschen außen vor gelassen. Und auch je nachdem, wenn du Verteidiger bist, dann sieht man mich oder die Verteidiger im Prinzip nur am Campen. Das ist immer ein bisschen langweilig. Und als Angreifer, so gut bin ich dann auch nicht. Und hier laufe ich jetzt auch so ein bisschen rum und ja, also es ist halt eben einfach ein bisschen Eroberung. Wollte ich dem einfach auch mal so ein bisschen mit zeigen. Also ein paar mache ich auch platt und ja, ansonsten, das Ganze ist kein Live-Commentary, ich werde mal wieder nachkommentieren, um einfach auch zu gucken, ob ich das noch hinkriege oder nicht. Und wie gesagt, sind ja sehr furios gestartet hier mit dem 3-0. Und jetzt weiß ich natürlich nicht so ganz recht hier. Also wie gesagt, Eroberung hatte ich hier noch gar nicht gespielt. Klar, hat Capture the Flag hatte ich hier gespielt. Und in dieser Map ist es unätzend, das ist total ätzend. Wenn wir, weil du wirklich, oder ich viel andauernd gegen diese scheiß Sonne gelaufen bin, das ist total nervig. Das ist schon wieder, das ist, du siehst auch die manchen Gegner kommen. Also ich hab mich auch, es gibt auch so ein paar Szenen, wo ich mich einfach, ja, drüber aufrege und auch total überrascht bin, wie sowas funktioniert. Jetzt versuche ich nochmal den Heli zu holen, aber so gut bin ich dann doch nicht. Und ja, wie gesagt, ich laufe hier einfach wieder ein bisschen rum. Flaggen erobern natürlich, also kein Capture the Flag, sondern halt eben Conquest, Eroberung. Wir müssen uns die Flaggen holen vom Gegner. Und ihr werdet auch im Laufe der Runde sehen, es waren glaube ich 350 Tickets oder sowas. Ich habe nicht von Anfang an mitgespielt, aber die haben, ihr werdet es ja sehen, also die haben wenig Chancen gehabt. Was jetzt nicht unbedingt an mir lag. Wie gesagt, manchmal war auch ein bisschen Leerlauf drin. Der Start war echt ganz gut, also ich glaube so ein 5-0 war das jetzt am Anfang. Oder ein 4-0, weiß ich jetzt gar nicht. So, und da, das sind so Punkte, weißt du, da siehst du nicht. Also da oben, ne, seht ihr jetzt den Kollegen. Hier läuft es erstmal volle Pulle gegen die Sonne. Also der hätte mich hier ohne Probleme holen können. Aber ich fail gleich wieder ein bisschen, oder ich verliere einfach die Orientierung, weil, klar, Kollege ist weg und, weg ist er. Und, ja, ich muss mich auch mal wieder, ich noch einmal uns sagen, ne? Ein bisschen entschuldigen, einfach, dass jetzt nicht mehr so viele Videos gekommen sind in letzter Zeit. Es ist momentan einfach unheimlich stressig und, Mist! sehr stressig zurzeit. Ich versuche daher, oder habe jetzt versucht, jetzt mal wieder hier was Schönes aufzunehmen. Ich habe auch noch einiges im Petto. Ich kann es hier auch mal so langsam raushauen. Also was auf jeden Fall noch kommen wird, ist so eine kleine Let's Trash-Serie. Ich denke, vielen Leuten oder einigen ist das bekannt. Let's Trash, wir nehmen uns ein paar schöne Spiele vor und zerreißen die so schön von vorne, von hinten, von der Seite, wie auch immer. Und möchten da halt eben einfach mal das Ganze ein bisschen auf die andere Art und Weise machen, weil so Let's Playt man ja hier ja schon Spiele, die man eigentlich ganz gerne spielt, die einem Spaß machen. Aber auch da gibt es natürlich, gut, jetzt über die Bugs und Spielfehler von Battlefield zu reden, würde auch mal so ein kleines Video füllen, aber ist auch nicht so wild. Auf jeden Fall haben wir uns da einiges vorgenommen. Wir haben auch schon mal einiges gespielt, haben auch schon was aufgenommen. Welches Spiel das ist, werde ich aber noch nicht verraten. Ich muss es erst noch schneiden, weil das halt eben auch ziemlich lange und ziemlich viel geworden ist. Und auch da werden wir dann sehen, ob es euch zusagt und gefällt. Ich hatte ja auch letztens schon mal, ne, mit Saints Row, Hitman und so. Auch die Hitman-Fans von mir, die da jetzt warten, ich bin wirklich drauf und dran. Es ist einfach momentan zu viel. Ich kriege das momentan, jetzt aktuell hier, ne, mit
Gedöns alles nicht einfach unter einen Hut. Deswegen habe ich jetzt eher nochmal so ein Battlefield-Video draus gehauen. Und dann denke ich, kommen auch wieder die Hitman-Teile. Hier schon wieder. Scheiß Sonne, ey. Die gibt mir sowas von auf den Sack hier. Mit den Saints Hotels ist auch momentan nicht so einfach, weil Alex momentan genauso im Stress ist zu tun wie der Jim. Und alles nicht einfach im Moment. Aber wir kriegen das schon hin. Ich merke ja auch anhand meiner Abonnentenzahlen, Jürgen, das schwankt mal immer wieder, aber die meisten bleiben mir dann doch treu. Und ja, das ist halt eben jetzt hier auch mit dabei. Eroberung, wie gesagt, bisschen rumlaufen, das ist... Ich habe auch am Anfang nicht so ganz gecheckt, weil das hier ist eigentlich ein bisschen Rapen wahrscheinlich gewesen, weil da hinten nichts mehr kam. Da kam ja dann keine Flagge, die wir hier erobern konnten. Was ich aber eigentlich gar nicht vorhatte. Auch wie ihr gerade eben gesehen habt, wenn ihr natürlich Eroberung spielt und es eventuell dann nochmal zwei, drei neue Leute gibt, die das Spiel gar also noch nicht so wirklich kennen, Eroberung, Flaggen erobern und markieren ist immer unheimlich wichtig, weil gerade auf diesen weiten... Ja, oder auf diesen großen, weiten Maps, wir werden es auch ein paar Mal bei mir auf jeden Fall sehen. Also ich sehe die Leute nicht. Die schießen dann aus 30, 140.000 Metern, schießen die mich um. Und das mit einer ACWR, die ich jetzt übrigens auch habe. Ich weiß gar nicht, ACWR spiele ich und die Magnum habe ich dabei, RPG, eine Mine. Ich glaube, da habe ich auch ein paar ausgelegt. Sogar, ich bleibe hier total, es ist ätzend. Jetzt noch schön in den Ast rein. So, auch das hier so ein kleiner, ja, was hast du, ein kleiner Tipp, also ich denke die Leute, ne, ihr seht oben, E, der Kreis geht runter und auf einmal bleibt er stehen, was eigentlich nur heißt, dass ein Gegner da sein kann. Und dann natürlich dann die Flagge, ja, nicht im Eroberungsmodus ist, sondern einfach, dass sie dann verteidigen können. Hier habe ich wieder, naja, schön gefailt, ein ganzes Magazin gebraucht, um den Typen wegzuhauen. An meinem Emmy muss ich arbeiten. Auch hier gleich sehen wir es, ich sehe den Typen, also die Spawn-System, okay, gut, klar. Der spawnt jetzt bei E, ich sehe ihn aber erst nicht, das ist, treffen tue ich ihn auch nicht, also, sehr, sehr schön. Wobei das gar nicht so dramatisch hier war. Es gab ja noch so ein paar Stellen, wo ich einfach, wo mich wirklich die Gegner über mehrere hundert Meter geholt haben mit der ACWR. Da bin ich mir wieder beeindruckt, wie die Leute das hinkriegen. Ich, also, das ist so nicht meins. Also ich krieg das eh nicht hin. Ich treffe die Leute ja aus zwei Metern schon kaum. Aber das ist dann so ein Punkt, nein. Spawnen wir doch einfach nochmal bei D, bei der Tankstelle. Wo ich so diesen schönen Start hatte. Und was ja genau, was ich ja auch nochmal gesagt habe, das Nachkommentieren wird, Quatsch, das Nachkommentieren, das Abonnentenzocken, was ich ja auch nochmal in einem TS machen wollte, also ich würde auch dann in den nächsten Tagen die Person anschreiben, weil das hatten mir jetzt mehrere angeboten mit dem TS-Server, ob ich dann deren TS-Server zu der und der Zeit nutzen kann, beziehungsweise könnte. Und ich denke mal, dass ich es an einem Wochenende wahrscheinlich oder natürlich machen werde. So, da haben wir jetzt schon einen Fall. Gut, okay, läuft der jetzt wieder rein, aber der... Ich, das ist... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich krieg den noch nicht mal ins Visier. Egal. Auf jeden Fall, dass wir dann so ein... Wieder einen Abonnentensocken machen. Diesmal die andere Variante. Das hat eben auch ein paar mehr Leute dann in das TS können. Weiß ich nicht, wie viele das waren. Ich glaube so, ja, 10 hatten sich da schon gemeldet. Was ganz cool war. Dass wir das dann auch alles mal unter einen Hut kriegen. Das war jetzt auch sehr geil von mir. Das Ding kommt, ich hüpf weg. Ich komme sogar noch um diesen scheiß Container rum und dann... Nein. Oh. Naja, egal, was soll's. Dass wir dann natürlich dann mal zeitnah, wie gesagt, das Abonnentenzocken... Abonnentenzocken starten können. So, Highlight. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal in einem Video gab. Ich... In einem Heli. Sehr geil. So. Zack, zack, zack. Aber passiert gar nichts. Also mit den manuellen Raketen habe ich den gar nicht versucht abzuschießen, weil, ne, treffe ich eh nicht. Ich werde auch nachher unsanft runtergeholt. Komm. Jetzt müsste es gleich... Bam! Weg bin ich.
Also als Schütze gefalle ich mir wesentlich besser. Ich glaube, da hole ich auch noch einen im Laufe des Videos. Und um jetzt nochmal aufs Abonnentenzocken zurückzukommen. Nein, es ist kein Live-Commentary. Das Ganze ist ein... Ja, ich kommentiere nach. So. Und warum flackert das jetzt hier so? Bei mir flackert das jetzt gerade bei der Aufnahme. Entschuldigung. Das war auch sehr schön. Mit diesem... Ich krieg den Hitmarker. Er sieht mich auch gleich. Trifft mich auch. Aber meine Rakete war auch noch unterwegs. So, jetzt hört es, glaube ich, auf zu flackern. Weiß gar nicht, ob ihr das jetzt auch gesehen habt, dass es hier kurz geflackert hat. Bei mir ist es jetzt weg. Keine Ahnung. So, genau. Beim Nachkommentieren waren wir, beziehungsweise dass ich jetzt hier gerade nachkommentiere und ich wieder den Faden verliere, weil ich überhaupt nichts mitkriege. Auch das, wie gesagt, wenn ihr im Heli seid oder sonst, immer schön fett markieren, damit eure Leute die Mine sehen. Die Minen, die Gegner und was nicht noch alles. Ach, so ein beschissenes Aiming im Heli, ey. Das ist kaum zu glauben. Geht auch nicht platt, der Typ. So, komm. Ich treffe auch, glaube ich, gleich nur einen durch Zufall, weil der wirklich, er ist so tief geflogen, dass dann wirklich, mir wirklich prompt vor die Linse, ein Gegner gelaufen ist. Weil ich habe das, keine Ahnung, das ist immer, wie gesagt, ich finde es immer unheimlich schwierig, auch gerade solche Maps mit aufzunehmen, gerade auch für mich, da ich einfach die Leute nicht sehe, oder was heißt nicht sehe, ich bin jetzt nicht blind oder so, aber das ist so, weil es halt eben alles so weitläufig ist und gerade Leute, die wirklich ein sehr gutes Aim haben, die können ich natürlich auch dann mit so einer ACWR über mehrere hundert Meter einfach holen. Und das ist einfach so ein Punkt, das liegt mir nicht, das kann ich einfach nicht so gut. Deswegen habe ich auch von Rush abgesehen. Ich hatte jetzt auch hier vor einige Fail-Aufnahmen. Da habe ich schon zwei, dreimal versucht mit der Eroberung und naja, gut. Ich zeige ja eigentlich immer fast alles, aber so ein 12 zu 0 oder 0 zu 12 will sich hier auch dann keiner angucken. Und um jetzt wirklich nochmal dann zum Abonnentenzocken zu kommen, es wird an einem Wochenende sein, wir werden es in dem TS machen, von einem der Abonnenten, der es mir wiederum angeboten hat. Und ich denke, ja, ich werde vorher nochmal einfach kurz nachfragen oder nochmal kurz abchecken in irgendeinem Video, wer Lust hat, einfach melden, dann kriegen die Leute die TS-Daten. Vielleicht machen wir da nochmal so ein kleines, so ein Regel-Sit-In, was weiß ich. Dass wir uns da nicht den ganzen Tag auf den Wecker fallen oder mit irgendwelchen, ne, man kennt das ja, ne. Man spielt Battlefield, dann Vierer-Squad und dann spielt der Squad gegen den anderen und dann, ja, du wirst platt gemacht und dann regst du dich auf und dann rastest du aus. Also ich kenne das zumindest, dass wir dann da im TS nicht alle abgehen. Und dann übelst am Flamen sind über die anderen. Wie gesagt, das letzte Mal lief das ganz gut, da waren es aber auch nur zwei Leute. Mal gucken, wie wir das dann an die Reihe kriegen, beziehungsweise an den Start. So. Auch das hier ist immer wieder so ein... immer zu langsam. Schwierig. Das ist der Wahnsinn. Ich krieg den einfach nicht. Egal. Alles nicht so wild. Und die neuen Maps machen mir da eigentlich Spaß. Hab ja jetzt auch dann da mehrere Male jetzt hier gespielt mit der Eroberung. Auch Capture the Flag. Wobei Capture the Flag, ich weiß, das ist wieder so ein Punkt. Modus ist nicht verkehrt, wie gesagt, den spielt man auch gerne. Was soll man auch eigentlich anderes machen? Ich finde es so ein bisschen blöd, dass dieser Modus wirklich echt dafür prädestiniert ist, dass du einfach dir wie die Hölle eine abcampen kannst. Du wartest einfach in der Base, an der Flagge oder was dann noch assiger ist, du packst einfach C4 hin und dann, ja, ich weiß, es gehört alles dazu, aber ich finde es total nervig. Deswegen habe ich jetzt Capture the Flag nicht mehr so oft gespielt.
Und auch dafür, dass es halt eben immerhin das neue DLC ist mit den neuen Maps etc., so viel wird darauf gar nicht gespielt. Oder es kommt mir nur so vor. Also natürlich nach wie vor immer noch die beliebten, ja, Noscha-Kanäle, Metro, Seine-Überquerung etc. Das sind eigentlich immer noch so die Maps, wo ich mir meine einzubilden, dass ich mir, oder ich bilde mir ein, dass es halt eben auch die meisten Maps sind, wo drauf gespielt wird. So. Das ist wieder, ja, egal. Guckt es euch selber an. So, und. Jawohl. Oh Mann. Den Gamekiller, den hatte ich aber sogar mal geholt. Ich glaube, der hatte vorhin eine andere Klasse. Ich glaube, der war Sniper am Anfang. Ja, ja. So aufmerksam bin ich. Wahnsinn, ne? Ich habe jetzt auch nochmal gewechselt. Ich bilde mir auch immer ein, wenn ich die Waffe wechseln, wird es besser. Meistens funktioniert's. Beziehungsweise ich rede mir das noch ein. Oder treffe dann auch, was weiß ich. Und im Großen und Ganzen macht das eigentlich wirklich auch Spaß. Auf den neuen Maps. Auch wenn sie wirklich viel. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob es hier war. Aber ich meine, ich glaube Operation Flussufer war, glaube ich, so ein Punkt. Das Flussufer? Nee, warte mal. Das war... Dann gab es doch noch hier... Nicht Nebandan-Wüste, sondern... Es gab, also Schneemap war es auch nicht, auf jeden Fall, ja doch, also vieles von diesen, ich weiß ja jetzt, in welchem Map es war, die ähneln sich dann schon sehr, hier so ein bisschen Firestorm, Insel Karklastig, fand ich. Also, wie gesagt, du siehst halt eben immer wiederkehrende Elemente in den neuen Maps. So, und ihr seht auch unten, was ich ja vorhin schon angekündigt hatte, 225 zu 52 Tickets. Also, die sind mal richtig untergegangen, die Freunde. Und was ich hier wieder versucht habe, es ist auch total herrlich. Der Panzer sieht mich, ich sehe ihn auch. Ich denke mir noch, okay, legst du dich hin. Lass es bleiben. Das ist der Grund. Es ist auch immer so geil, wenn Helis angeflogen kommen. Das war früher halt eben bei mir immer der Fall. Heli kommt von oben und ich leg mich erstmal hin. Ach, schön. Weil ich mich ja, ne, ich glaube ja dann einfach, dass der Heli mich nicht sieht. Weil ich mich hingelegt habe. Was natürlich in dem Moment völliger, ja, völliger Quatsch ist. So, jetzt bin ich schon ein paar Minen hinlegen. Ich komme der gute Freund da hinten noch. So, go, go, go! Der war zu weit weg. Auch gut. Ja. Voll ins Leere. Nichts getroffen. So, jetzt bin ich schon am Nachkommentieren, mir fällt trotzdem nichts mehr ein. Oh Gott, ich kann gar nicht so gut nach. Ich weiß nicht. Auch den hier. Ohne seinen Laser hätte ich den zum Verrecken nicht gesehen. Weißt du, und dann kam einer wieder von links. Das ist, ist halt eben so, einfach weil es so wirklich so weitläufig ist. Deswegen ist es halt eben für mich immer einfacher, wenn ich wirklich so ein bisschen TDM zeigen kann. Weil einen nimmst du eigentlich dann doch immer mal wieder mit. Und gerade auch so Maps wie Eroberung etc. trennt sich ja natürlich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Einfach weil du natürlich dann merkst, wie gut, ne, das Aim des anderen ist. Und weil du halt eben nicht wirklich dann pausenlos da 12.000 Leute am Start hast. Und wir haben gewonnen, eindrucksvoll. Wir haben sie platt gemacht. Und ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen, mal wieder. Ich werde jetzt auch zusehen, dass die anderen Videos so schnell wie möglich ein bisschen nachkommen. Abonnentenzocken habe ich auch erwähnt. Neue Videos kommen auch. Ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, oder ne, bleibt euch nur zu wünschen, dass ich ja euch einen schönen... Gott, oh Gott, egal. Ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. So, hier noch ein paar Aufträge gemacht und verabschiede mich und sage Tschüss, bis dann.